Spruch. Welche? Ist gut. Nein. Tja, jetzt könnt ihr mal gerade hier gucken, wie der Sam ist, wenn er seine Familie schützt. Hier seht ihr jetzt noch gerade die ganzen Stämme, die hier runter gemacht worden sind. Ne? Schade um die schönen Fichten. Ja. Und da oben sieht man jetzt Dorf. Ne, das Oberehe. Ich mache jetzt noch ein Kurzvideo, ganz kurz. Und daher kamen wir jetzt. Ne? Hier liegt auch lauter Stämme, lauter Holz, ne? Wie ihr sehen könnt. Und da oben, das weiß man, das hier ist das Schloss. Ne? Seht ihr jetzt schön. Gell? Und dahin rüber sind wir, wie gesagt, da kamen wir, sind wir hingegangen, kamen auch zurück. Ist alles ein bisschen matschig. So, und hier oben sind dann die Laubwälder. Ne? Gell? Und hier ist dann die Schutzhütte. Da kann man sich dann sammeln. Oder ist sich unterstellen, wenn es regnet, ne? Spaziergänger oder so, wisst ihr? Na, okay. Und Sam ist jetzt ganz entspannt und hat jetzt alles abgemahnt. Er hat jetzt gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Da oben, wenn man mal richtig guckt, ist der Kirsch. So, da seht ihr sie, ne? Da hinten. Wenn man durch den Laubbaum durchguckt, da ist der Kirsch. Ja, und hier ist unser Sam. Tja, jetzt habe ich mal gleich Video gemacht, ne? Und euch nochmal. Wollte mich noch einmal kurz bei euch melden auf den zweiten Adventssonntag. Und jetzt seht ihr, wie das Sam ist. Er hat jetzt nur geschützt. Er hat irgendwie Geräusche gehört, die waren für ihn komisch. Die haben nicht gefallen. Und hier passt nur auf meinen Rucksack auf und auf seine Herrchen auf. Und das ist der Sam. Da kommt keine Nähe. Jetzt aber genauso schlagartig ist er ruhig. Jetzt könnt ihr gleich mal gucken, wie er entspannt da liegt. Ohne dass er jetzt anschlägt. Ne? Und das ist eben nun mal der Wolfshund. Na, Sam, so ist das. Komm mal, Jung. Ja. Brave Kerl, ne? Ja. Besser brav, Jung. Ne? Jo. So ist das. Schön wie in der Licht, ne? Entspannt, der kriegt jetzt gleich sein. Was ist da drin? Moment mal. Rentier ist da drin und Wild ist da drin. Ne? Getreide da aber gar keins essen. Ja, ein Durchfall. Sam, war nur ein Auto. Jetzt habt ihr gesehen, wie schnell da ist. Ja. Falsch, nur ein Geräusch, was ihn aufregt. Er hört auch zehnmal besser wie das, ne? Dann ist eben der Wolfshund an der Stelle. So ist das. Ja, gell. An der Stelle sage ich jetzt mal Schiss. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie er schütze kann. Ne? So habt ihr noch nicht gesehen. Das erlebe ich jetzt mal. Aber wenn er richtig sauer wird, dann fängt er auch mit den Vorderläufern zu scheren. Und da wird er aber richtig gut, ne? Noch das hier Stufe 1. Wenn er richtig sauer wird, dann haben wir ein Problem. Ne, Sam? Und dann haben wir ein Problem. Geh mal, Jung. Ja, passt du schön rüberall auf. Wir können mal gerade gucken, mit Köpfchen hin und her geht, ne? Er kontrolliert alles ab. Ja, ja, so ist er. So ist unser Sam. So. Und wenn er nichts mehr hört, dann ist er auch ganz ruhig. Jetzt guckt er hoch in den Wald. Und wenn er kein Geräusch mehr hat, weil ihn, sag ich mal, für ihn komisch vorkommt oder gefährlich für sein Herrchen, dann ist nur ruhig, dann kommt da nichts mehr. Ja, dann ist nur ganz brav, der legt sich ab, dann trinkt er, lässt sich streicheln und dann ist alles okay. So, an der Stelle mache ich das Video mal, tue ich mal beenden, das waren jetzt 4 Minuten, weil es wird langsam berichten, wir gehen mal heim, einen Tass Kaffee trinken, der Sam natürlich nicht. Der Sam kriegt dann irgendwie was zu essen, und kriegt sehr Wasser. Ne? Jo, so sieht aus. Ei, wie gesagt, euch, lasst euch gut gehen und bleibt gesund. An der Stelle mal Tschüss. Euer André on Tour mit Sam.